Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part im Splatoon Story Modus. Uns erwarten noch die letzten drei Level, bevor wir zum finalen Boss gehen. Aber nichtsdestotrotz fangen wir an mit Level 25 Octofluder auf der Jagd. So, letzten drei Level nochmal alles geben, alles rausholen, was möglich ist. Und ja, das geht. Ich hasse diese Octofluder. Ja, sind ganz okay, aber ein bisschen nervig. Okay. Wir haben mal wieder einen Schlüssel, den wir brauchen, um weiterzukommen. Ohne den wird das unmöglich. Und hier, okay, sind nochmal ein paar Fischeier. Ich würde ja gerne unsere Heldenwaffe und eigentlich alles, was mir dazugehört, auf Maximum erhöhen, aber so wie das ist, wird das wahrscheinlich nichts. Und hat gerade geleckt. Vielen Dank, OBS, du bist mir wirklich eine tolle Hilfe. Ja. Okay, den Schlüssel haben wir schon mal. Jetzt gehört er uns. Auf jeden Fall. Nichts Besonderes, da können wir direkt zum Container. Sieht aus wie ein Container, also ja. Egal, den Schlüssel haben wir, auf geht's, nächster Checkpoint. Ist das irgendwie noch ein Level, irgendwie nur anders aufgebaut oder so? Weil irgendwie erinnert der mich an ein vorheriges, irgendwie. Also es sieht zumindest so aus, vielleicht kann ich mich auch täuschen. Wäre auch möglich. Warte mal, ich zerstöre mal hier den Oktober-Rekrut. Ne, hat aber nichts gebracht, ne? Leider. Okay, hat noch gesessen. Aber diesmal ein bisschen gründlich suchen. Nicht, dass wieder die Schriftrolle irgendwo am Anfang des Levels oder so war. Dann wäre das richtig scheiße. Die war die ist auf jeden Fall hier. Aber mal schauen, wie wir da hinkommen. Die kann nur auf jeden Fall da sein. So wie das aussieht. Mal schauen, wie wir da hinbekommen. Wie wir hinkommen und nicht hinbekommen. Das war von der Grammatik her nicht ganz korrekt. Hallo! Okay, zum Glück hatte ich Schutz dabei. Ich habe das jetzt nicht gecheckt. Oh, verdammt. Hier ist wieder ein Schlüssel dabei. Ja, wieder zurück zum Container, ich weiß. Ich will hier durch. Komm, weg, weg. Danke. Oh. Gut. Dann haben wir wieder so ein Teil hier. Dann haben wir dann den nächsten Checkpoint, der letzte. Ich brauche den Secret, verdammt nochmal. Wo ist der? Wo ist das Secret? Habe ich schon wieder verkackt oder was? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich habe ich es wieder verkackt. Ist doch schön, ne? Ist doch wunderschön. Sei denn, hier ist irgendwo so ein kleiner Exit. Ne, das ist nur so ein Ausrüstungsteil. Ja, auf jeden Fall komme ich da jetzt nicht mal hin. Ist ja gut zu wissen. Toll. Na, hier ist der Schlüssel. Ach man, jetzt habe ich es wieder verkackt. Das ist doch unmöglich, ey. Ohne Witz. Das ist doch lächerlich. Was soll denn das? Ach man, das ist doch zum Kotzen. Hier gibt's auch kein Secret oder so noch mal irgendwas, ne? Gibt's gar nichts. Das war's schon einfach. So wie es aussieht, dann war's das. Oh, zum Glück habe ich es gerade noch so geschafft. Naja, gut. Ich wollte jetzt trotzdem jetzt noch irgendwas versuchen, was so wie es aussieht, ne? Kommen wir zum Ziel und dann war's das. Ach verdammt, das ist doch jetzt langsam lächerlich, ey. Na, bringt jetzt sowieso nichts. Bringt nichts mehr, ey. Ach verdammt, da hinten wäre auf jeden Fall die Schriftrolle, aber hätte keinen Plan, wie man da hinkommt. Ach man, das ist doch scheiße. Ja, das bringt mir nichts. Das bringt mir nicht viel. Ja, hat mir die Punkte jetzt
teilweise geholt. Oh Mann, jetzt habe ich zu wenig Tinte. Naja gut, jetzt habe ich zwar ein bisschen mehr, aber... Da wäre die Schriftrolle gewesen. Genau. Da. Auf jeden Fall. Och Mann. Jetzt muss ich dieses komische portalähnliche Ding auf jeden Fall nochmal finden, wo das war. Ach Mann. Ich mag das jetzt nicht, ne? Ach, das ist doch lächerlich. Jetzt ist die Facecam doch scharf. Ich drehe hier fast durch. Was ist los? Gut, alles gut soweit. Na gut, dann muss ich wohl üblich vielleicht auch wieder einen Cut setzen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Oh Mann, ey, ich bereue so einige Dinge. Na gut, bis gleich. So. Ich wäre jetzt eigentlich schon die ganze Zeit auf die Idee gekommen, da eigentlich mal runter zu springen, weil das sowieso eine Plattform ist. Aber irgendwie, ich war einfach richtig dumm in meinen Dreckschädel. Und irgendwie, keine Ahnung, ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen. Warum auch immer. Meine Wut von vorhin hat irgendwie... Ey, das ist jetzt, ich war, krieg ich's mal gebacken, da jetzt mal an die Schriftrolle ranzukommen, ey, ohne Witz. Ey, das regt mich jetzt wirklich auf. Meine Fresse. Jetzt, wenn ich jetzt hier noch Game Over gehe, dann ist das richtig peinlich, ey. Das wäre jetzt der erste Game Over. Das wäre peinlich, komm. Ich mach's jetzt ordentlich. Beziehungsweise ich versuche es jetzt ordentlich. Nee, ich mach's lieber nicht so. Ich mach's lieber nicht so. Ich mach's am besten so. Ist besser. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Achso, ja, na klar. Easy dahin. Ja, okay, dann haben wir die Schriftrolle. Ich werde wieder hier einen Cut setzen und wir sehen uns gleich bei der Open World wieder. Ciao. Dann habe ich das auch mal endlich mal geschafft. Wunderbar, ne? Na gut. Schriftrolle Nummer 25. Die Wissenschaft warnt vor einem Ansteigen der Meere, doch niemand will es glauben. Die menschliche Zivilisation wird im Meer versinken. Wird auch dieses flauschige Wesen von den Wellen verschlungen werden? Naja. Ob eine Katze schwimmen kann, ist vermutlich fraglich. Wir werden es nie herausfinden. Es sei denn, ja, manche Tiere können es. Wenn sie so schlau sind. Aber ich denke mal schon. Also das war ja jetzt Level 25. Dann geht's weiter mit Level 26 und wieder ein Octoling-Fight. Oh, ich sehe ne böses, böses, böses. Naja, wenn ich schnell hinbekomme mit Schriftrolle, dann wird es easy. Ab und zu aus Langeweile zocke ich privat noch zum, vom Story-Modus, aber dann nur die Octoling-Level, weil die mich am meisten ansprechen. Einfach Speedrunning durch. Ja, passt schon. Mal schauen, wie ich mich jetzt da jetzt anstellen werde. Level 26, Octoling Hinterhalt auf der Bohrinsel Nautilus. Ja. Nicht so krass Speedrunning, weil wir brauchen ja noch die Schriftrolle. Sie können sich hier bald verstecken, Nummer 3. Dann sind es auch noch die mit den Algen, das ist so schlimm. Dann haben die auch noch schwarze Haare. Haben die ja normal eigentlich nicht rote? Oh, scheiße. Okay, das war keine gute Idee. Geh ja weg, ey. Aber man hat dafür sehr gut getroffen. Sehr gut getroffen. Naja, mal schauen. So langsam häufen sich die Fischeier. Wenn ich es hinbekomme, noch auf Screen noch bis 1500 Punkte zu sammeln. Oder halt Fischeier, je nachdem. Dann könnte ich sogar noch schaffen. Ja, du willst noch versuchen, aber das war wohl nichts. Hehehe. Dann könnte ich noch bis 1500 Fischeier sparen. Dann hätten wir dann die letzte Erweiterung für unsere Heldenwaffe auf jeden Fall vollständig. Warte mal, das Rüstungs-Item hätte ich schon gerne, ne? Bei mir. Da kann ich auch mehr aushalten. Bis jetzt läuft's gut. Bis jetzt stelle ich mich auch gut an. Aber es kann noch jegliches passieren, weil Karma ist ein Bitch. Und da wäre es schon fast passiert. Hier können wir nach oben. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Und nochmal ein paar solcher Fischeier. Ich bin an das Wort Erfahrungspunkte schon sowas von förmlich dran gebunden, ey. Dass ich versuche jedes Mal... Aber dennoch abzuwirken. Oh nein! Oh,
Aber jetzt ist aber mal gut, ey. Was ist denn das jetzt? Was ist jetzt hier los? Also ich glaube, ich bin wieder ein bisschen zu weit. Ja, ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Ist ja gut. Ja, 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 ja. Okay, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Gib mir wenigstens den Checkpoint. Danke. Boah, ist ja gerade viel los, ey. What the fuck? Das war ziemlich hardcore. Geh da hoch. Kenn mich mal einfach so vor dem Tor. Also, hat schon mal gut funktioniert. Ich sind sogar zwei. Einmal mit Alk und einmal normal. Ja, versucht's, aber ihr schafft's nicht. Ich werde euch teabaggen. Oder wie man in Splatoon sagt, squidbaggen. Okay. Aber ich brauche die Schriftrolle wohlgemerkt. Habe ich denn jetzt schon aktiviert? Ja, habe ich schon. Oder einen mit Algen. Na komm schon. Ihr könnt nix. Auch die Algenvariante kann einfach gar nichts. So, Schriftrolle. Wo ist sie? Come here to me. Ich brauche sie unbedingt. Für die 100%. Verdammt. Jetzt habe ich mich nochmal schnell auf die Suche begeben. Ach, das darf doch nicht wahr sein, ey. Es ist manchmal wirklich so lächerlich. Ach, da hinten ist auch noch was. Aber wie komme ich denn dann da hoch? Komme ich nicht auf die andere Seite? Dann versuche ich mich zu nähern. Ja, jetzt hat's was gebracht. Da ist auch die Schriftrolle. Perfekt. So, jetzt kommen wir ja gerne wieder zurück. Das bringt er nicht. Das war ein totaler fetter Fehlschlag von dir. Erweiterter Octoling mit Algen am Schädel. Hier. Ob die auch so einen speziellen Namen haben? Ich glaube nicht. Einfach Octoling und fertig, passt. Und ich habe noch nicht mal die Tinsuka gebraucht. Yeah. Okay, also jetzt nur ganz kurz, aber es war schon so. Okay, gut. Dann muss ich es zum Glück nicht nochmal machen. Aber nochmal jeweils von den Spezi und von dem Rüstungsteil nochmal 10 bekommen. Also insgesamt 20. Lässt sich gut sehen. Passt auf jeden Fall. Ja. Schriftrolle 26. Dieses 12.000 Jahre alte Fossil besitzt kein Skelett. Seine Schädelgröße legt nahe, dass dieses Lebewesen primitiv und von geringer Intelligenz war. Dieses Exemplar war vermutlich gerade mit einer Art heiligem Ritual beschäftigt. Ja. Im Versuch war ein Mensch mit einem Wii U Gamepad, was auch versucht hat, mit dem Wii U Pro-Controller in einer Art Kombination mit der Wii-Fernbedienung, ja, zu testen, ob man so mit der Bewegungssteuerung spielen kann und die limitierte Auslage von Splatoon wahrscheinlich auch noch, so wie es da liegt. Und halt die Disc auf jeden Fall davon. Ja. Sogar ziemlich nett. Ausgezeichnet. Weiter in dem Tempo. So schaffen wir das. Auf jeden Fall. Hier. Machen. Das letzte Level für diese Zone. Level 27. Unerwünschtes Flugobjekt über dem Skatepark. Let's go. Letztes Level. Ja. Oh, das ist sogar das aus meinem Kanal-Trailer. Wunderbar. Noch so einer von diesen Tinferno-Bonbon. Das schaffen wir, das kriegen wir hin. Naja, wenn der Tinferno manchmal nicht so beschissen platziert wird, dann könnten wir es schaffen. Okay. Die Reichweite der Explosion von dem Ballon war interessant. Immer schön am Hinten angreifen. Das ist das Schöne daran. So, bin mal gespannt, wo hier die Schriftrolle ist. Weil so genau weiß ich es jetzt gar nicht. Na, schon gefunden. Ging ja schnell. Hier haben wir zum einen, ja, jetzt muss ich nur eine extra große Runde nochmal drauflegen, ey, toll. Oh, oh. Okay, war ein bisschen knapp, aber ich hab's hinbekommen.
war wahrscheinlich nochmal so ein Ding. So, ich muss nochmal drumrum. Bisschen warten. Jetzt können wir wieder weitermachen. Dass ich extra für eine Schriftrolle eine große Runde nochmal machen muss, ne? Um die zu bekommen. Das ist so lächerlich. Warte mal, wie komme ich jetzt da hoch? Ja. War doch kein Thema. Einfach hier hin, gut ist. So, Schriftrolle haben wir easy. Ging sogar etwas schneller als jetzt gerade beim letzten Mal. Perfekt, haben wir doch hinbekommen. Easy. Und sogar mit dem Schlüssel. War nicht besonders schwer. Ich hätte mit dem Dings warten sollen, verdammt. Ja, passt schon. Krieg ich schon hin, krieg ich schon hin, kein Thema. Einfach bei, hier ist ja noch der Tintferner im Spiel. Komm, geh weg. Komm schon! Ja! Perfekt, geschafft. Wunderbar! Ja, dann haben wir das ja auch so weit hinbekommen, würde ich sagen. Yeah, cool! Letztes Level erfolgreich abgeschlossen, ohne Fail. Oder deren Art anderen Sondergleichen. Insider geht raus, juhu! Letzte Schriftrolle. Perfekt! Gut, alle Schriftrollen, weil die Bosse von diesen Schriftrollen werden sowieso nicht mitgezählt, also war das offiziell die letzte. Und sie besagt: Der Tag ist gekommen, mein geliebter Mizi. Diese Kapsel öffnet sich erst in 10.000 Jahren. Bis dahin wäre die Katze zwar schon längst gestorben, aber ja gut, ne? Ich kann nur hoffen, dass sich eine bessere Zukunft erwartet. Gut. Damit öffnet sich das Boss-Kesselportal. Die kleine hast du alle gekriegt. Es fehlt der Riesen-Elektrowels. Und da gehen wir hin. Warte mal, falsch getippt. Ach nee, da müssen wir manuell hin. Da müssen wir ja manuell dahin. Bin ich dumm. Wartet mal. Ich kann ja schon mal dahin schwimmen. Hab ich nur gerade keinen Plan, wie man schnellstmöglich da jetzt dorthin gehen. Auf jeden Fall einen Weg gibt's ja, ist auf jeden Fall klar, ne? Wäre sonst unmöglich. Und nichts ist unmöglich. Ja, wird ein bisschen riskant, aber geschafft. Ich hasse das mit den Worten. Schnee leer. Wir kommen immer wieder nach oben an. So langsam geht's doch. Ah ne, hier. Ich habe ja extra noch so ein Tintseil. Ja, immer schön nach oben. So, ja, okay, gut. Geht ja sonst nicht anders. Okay, damit haben wir es geschafft. Auf zum Boss. Und den machen wir im allerletzten Part. Dann würde ich sagen, wenn es euch bis dahin gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im... Das wollte ich nicht, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Okay, gut. Dann mache ich es so schnell und, ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren und wir sagen, und ich würde sagen, wir sehen uns beim letzten Part von der Splatoon Story. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Puh.